Bom, bom, bom. Diesmal nicht aus dem Flugzeug das Hallo, sondern vor dem Flugzeug, um ins Flugzeug zu steigen und dann Hallo und herzlich willkommen zurück zu sein. Genau. Wir müssen nämlich einen Helikopter zerstören. Punkte sammeln. Genau, fleißiges Punkte sammeln geht weiter. Airbag-Karte ist gezückt. Ich muss sagen, Passiv hat ja mal die Theorie aufgestellt. Nicht ausgestellt, sondern aufgestellt. Warum ist ein Helikopter? Da links ist das. Den wir kaputt machen müssen. Da links. Wo? Links von dir. Achso, ja, das sieht so aus. Und Sekten VIPs. Oh! 4 von 3 wollen. Okay. War gut. So, sorry, hab dich unterbrochen? Hat Passiv mal die Theorie aufgestellt, weil ich ja so vielen Rollenspielen einen Top gebe, obwohl ich gar keine JRPGs mehr zocke in meiner Freizeit. Aha. Also die Theorie habe ich dann aufgestellt, dass ich vielleicht einfach nur in diesem Genre festhalte, weil ich es halt in der Kindheit gern gespielt habe, aber mittlerweile eigentlich gar nicht mehr spiele. Das ist natürlich möglich. Weil Far Cry ist, glaube ich, vom Setting ziemlich was für mich. Macht mir Spaß. Ist was schießen hier will? Ja. Die da unten. Komm, Rakete drauf. Oh, wo ist der Helikopter? Hat sich erledigt, schade. Ach, da hinten. Da ist der Konvoi. Ich hab alle zerstört. Sehr gut. Hat sich erledigt. 1500. Ich gucke einmal auf. Sind wir voll? Noch nicht. Ein Drogenboot? Von denen nicht, ne? Die haben eigentlich immer so ein Zeichen gehabt, ne? Sieht nicht so aus. Ne, ist unsere. Wieso spawnt das hier neu? Habe ich eben schon mal zerstört. War wohl zu weit weg, quasi. Flieg jetzt aber weiter. Ich bin Zeit für den Schmarrn hier. Der greift uns alle von hinten. Repariere, alles ist gut. Das muss so piepen. Ja, ich gucke nebenbei immer noch einen anderen Quest. Ist das hier vor uns wieder Insekten aus dem? Ja. Ja, dann nehme ich den gleich mit. Die bringen immer ganz gut Punkte. Dann gehen wir doch hier einfach mal runter. Sneaken uns mal so ein bisschen ran. Auf dem alten Lansdowne-Flugplatz soll ein Flugzeug stehen, aber die Peggys patrouillieren da ständig. Sollen wir uns das mal ansehen? Vielleicht. Oh, zwei Lampen. Versuch mal rumzugehen. Gucken wir ein bisschen zu weit nach vorne. Ja, einfach kaum wen. Oh, fick. Das ist nicht gut. Hast du schon Randale? Nein. Was sind denn Randale? Weiß nicht, ich nicht. Ich komme leider nicht hin zu dem Ding, weil hier. Mach ich nicht. Ich hab mal einen getakedowned hier.
Unsere Mates kommen hier irgendwie hergefahren. Hast du den ausgemacht, den anderen? Nee. Hab ich noch nicht gesehen. Kann sein, dass du entdeckt wurdest. Nicht, dass ich wüsste. Ach, was soll's. Oh ja, ich hab Kampfmusik. Also irgendwie schon. Ja, wenn du da offen rumgelaufen bist, haben sie dich wahrscheinlich gesehen. So, der Punkt war nicht frei. Nee, dann. Ist ja auch egal. Ich bin down. Was? Ich werde von vier Seiten beschossen. Wo ist mein Mate? Ah, oh, das ist so ein Dude. Ich habe schon einen Tank weggemacht, aber wie gesagt, vier Seiten und so. Oh fuck, jetzt kommen die auch noch, ja. Hat sich erledigt. Hat die Mary, ne? Kein Backup. Ich bin gerade hinten rumgeschlichen, um vielleicht doch noch die auszumachen. Wir waren schon vor dem Battle, da wird nicht mehr geschlichen. Ja, darum war ich auch zu spät, aber ich war hinten halt. Nicht bei dir. Weil ich dachte, du nimmst den linken und ich nehme den rechten Alarm. Da waren überall Gegner. Erstmal werden Gegner ausgeschaltet, wenn man es so rum macht und dann der Alarm. Ich war aber noch auf Versuchung auf Alarm, deswegen wurde ich ja entdeckt. Oder irgendwer von uns. Ja, du warst ja scheinbar schon entdeckt. Oder, keine Ahnung, die haben auf jeden Fall Kampfmusik und ich wurde nicht entdeckt. Dann nehme ich jetzt den linken hier. Wieso haben wir Kampfmusik? Glaube ich nur fancy Musik. Fancy sneaky Musik. Die Mary ist kompliziert als Teammate. Gern geschehen. Einer von der Straße hat mich entdeckt. Really? Ich habe den einen hier ausgeschaltet. Den Alarmknopf. Ich habe hier auch einen ausgeschaltet, wenn es funktioniert hat. Ja. Ich habe mich extra neben den Tank gestellt und habe es ausgeschaltet. Sehr gut. Na geht doch. Na, jetzt waren ja auch kein Alarmbonus. Jetzt waren ja auch schon viele tot. Easy peasy. Die machen echt Werbung für Herc. Das geht nicht. Nee, für Herc Werbung geht wirklich gar nicht. Mach das von den blöden Autos ab. Mach das weg. So, hier gibt's eine Quest. Oh, kann ich nicht ran. Die Vorräte und den Schießstand nutzen. Du hast das Blatt gewendet, Deputy. Das ist schon wieder sowas Wichtiges scheinbar. Das bestellt aber so viele Leben der Welt, wenn wir die Wolfsköder an diesen Koordinaten. Also sind Wolfsköder-Positionen. Okay. Die ich nicht mitnehmen kann, finde ich gut. Nee, du nicht. Ach, Karte. Okay. Radio! Aggression gegen Radio. Ich habe die Ziele wieder aufgestellt. Der Rekord, alle zu treffen, liegt bei 30 Sekunden. Drin. Mal sehen, ob du das besser kannst. Oh, ein Telefon. Oh. Wie stand? Wo denn? Komm mal bitte immer. Ja. Da. Lass mal die Musik aus. Habe ich. Nein, habe ich nicht. Doch, habe ich irgendwie. Ist da was zum Lesen? Munitionsauflistung. Ja, juckt nicht. Danke. Hier ist ein Telefon. Wackelkopf, Dingsbums, Teil. So, ich mach jetzt hier an. Richie, bist du da? Ist irgendjemand da? Die Peggys, sie holen Leute. Diese verdammten Monster haben vor meinen Augen eine Frau erschossen. Mit Pfeil und Bogen. Verdammt nochmal. Sie hat angefangen zu zucken und ich bin weggerannt. Nur noch gerannt. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Die Bullen gehen nicht ran.
Master Jerome ist weg. Soll ich Eli anrufen? Scheiße. Ich weiß, dass sie sich Leute holen, aber das ist was anderes. Die meinen es ernst. Melissa und ich packen unseren Kram und verschwinden von hier. Pass auf dich auf, ja? Pass einfach auf dich auf. Leicht panisch. Ja, wäre ich wohl auch. Soll man glauben. Ah, ich vielleicht auch. Nee, so ein Feigling. Schieß da hoch 10. Kein Problem. 8000 Geld. Oh. Wir könnten dir vielleicht mal eine Waffe organisieren. So, hier ist ein Schießstand. Alle Ziele treffen in wenig Zeit. Hier ist noch so ein Schlüssel. Schießstand, ja. Warte, ich hole jetzt mal eine, ich werde jetzt mal eine M4 vorbereiten oder eine AK, die ich dir dann droppen kann. Und jetzt für die Quest würde ich die nur einfach kurz einmal so benutzen. Immer eine AKM hier kaufen. Ja. Ich setze meinen Bogen gerade mal so. Hier, das passt zu deinem Helikopter. Ich schmeiß meine Sachen weg. Du musst dann einfach aufheben, wenn ich irgendwas aufgehoben habe. Hm. Alter Ranger, aber naja. Ich will ja. Bewerbt. Ich kann natürlich einfach immer das teuerste nehmen, das ist nur die Frage. Ob es das was bringt, wa? Man weiß es nicht. Ich würde sagen, bei einer M4 oder AK ist Reflexvisier. Also geht die Handhabung halt auch runter. Ja, ich würde schon sagen, Reflexvisier. Passt schon so. Nehmen wir so die AK. So. Nun schauen wir mal hier. Du machst das supi. Den zweiten nicht. Da rechts ist, glaube ich, auch noch einer. Macht der mit? Wahrscheinlich. Ist da noch irgendwo einer? Da hinten kommt einer hoch und runter. Wo? Da ganz hinten. Noch irgendwo? Da hinten kommt auch einer hoch und runter. Hm. Das sehe ich auch nicht. 9 von 10 Ziele. Komm zurück, dann stelle ich die Ziele neu auf. Wo denn? Da war nichts. Doch mitgeguckt. Ich habe einen Wolf heulen hören. Passiert wieder was? Wurde ich gerade beim Abschließen der Quest von einem Pfeil getroffen? Nee, okay. Nein. Ich habe ernsthaft, warte mal. Ja. Guck jetzt. Wo ist mein AK? Wird geladen? Oh. Der Ficker. Hier ist. 10 Stück? Ja. 1, 2, 3. Muss mir die wieder neu kaufen. 5, 6, 7, 8, 9. Ich glaube, ich finde nur 9. Oh. Hast du dein Geld jetzt wieder für die Waffe? Ja. Ich fange mal an. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kann ich mithelfen? 7, 8, 9. 10. Okay. Oh. Sehr gut. Ich darf nicht mitschießen, sonst drehen sie durch. Ja. 1. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da rechts ist noch einer im Busch. Nein. Was ist der 10. jetzt schon wieder? Ha. Bin. Ha. So, es geht noch weiter. Ist auf den Zielstand. Das verschiedene Modis? Oh, lebend.
Ich darf nicht mitschießen ins Meckern. Liegt so viel. Ich markiere sie dir. Kein Problem. Hilfe. Sehr gut. Du kannst gut solidarisiert. Hier, das hast du dir verdient. Ich hab gerade aber noch ängstlich um mich geschossen und sich zu viel bewegt. Und? Oh. So Klaus. Okay, ich muss jetzt einfach irgendeinen Gegner töten, damit ich seine Billo-Waffe aufhebe und die gegen meine tausche. Dann liegt meine nämlich auf dem Boden und dann kannst du die aufheben. Und hier drin ist noch so eine... Oh doch, wir sind fertig. Hast du gesehen? Oh nein. Die Musik. Yep. Ah. Ich noch alles looten. Auch nicht schon wieder. Copy Strike. I'm losing. The darkness bright. Only you and you alone. Cheat. Na, dann komm mal her, Jacob. Mann, ich rasier dich weg, Junge. Randali. Hoho. Fällt auch nichts Neues mehr ein hier. Keine Sorge, du kommst noch früh genug hier raus. Hast du gedacht, du wärst frei? Naja, dein kleiner Freund. Er hat so viel durchgemacht. Für gar nichts. Das ist okay. Ich sagte doch, du bist nicht der Held hier. Du bist das Werkzeug. Jetzt kennst du deine Bestimmung. Du kanntest sie von Anfang an. Lass mich raten, wenn wir wach wären, haben wir den ganzen Wolf-Den niedergebrannt. Na, wir sollen wahrscheinlich ein bisschen Rampage machen im Bunker. Ja. Na dann. Na gut. Oh, du hast mein Ketten-Takedown kaputt gemacht. Trainieren, jagen, töten, Opfer bringen. Ne? Die Orientierung verloren. Jetzt immer dasselbe. Normal ist immer dasselbe. Töten, töten, töten! It's always the same. Always the same sheet. Gut, dünn die Herde aus. Die Herdekeule! Die Herdekeule? Oh. Ich mal eine Herdenkeule von mir. Die despawnen nicht mehr, wenn man die hier schießt. Die kippen wirklich um. Ich glaube, wir sind gerade im Wolfsden unterwegs. Oh oh. Ja. Hier ist er, unser Boy. Oh, ich hätte vielleicht nicht schießen dürfen. Man hat den Unterschied gesehen. Bestanden. Du hast dein Opfer gebracht. Aber jetzt
bist du allein. Und du bist schwach. Wir wissen, was mit den Schwachen passiert. Ich pflege die Herde. Ich dünne sie aus. Ich bin da draußen und warte auf dich. Haben wir uns echt erschossen? Ich befürchte ja. Eli! Nein! Nein! Scheiße, was hast du getan? Du hast ihn umgebracht! Warte! Du verdammtes Stück Scheiße! Witty! Wer hat dir vertraut? Witty! Ich hab dir vertraut! Warte! Witty! Das war Jacob! Nein! Hör mir zu. Das war Jacob. Das hatten wir schon mal. Ronnie. Parker. So macht er das doch. Und wir haben ihn reingelassen. Du findest diesen Drecksack. Du findest Jacob. Und du tötest ihn. Oder wenn ich dich das nächste Mal sehe, Gott helfe mir, töte ich dich selbst. Oh oh. Bitter. Ziemlich bitter. Ich mochte ihn. Hätte vielleicht nicht schießen dürfen. Vielleicht hätte man es verhindern können. Wurde auch Zeit, dass du dich zeigst. Ich dachte schon, ich müsste dich holen kommen. Hab mir schon Sorgen gemacht, du wärst weich geworden. Aber du bist ein Soldat. So weggedrückt? Ich hab nichts gemacht. Nichts gedrückt, ja? Nichts gedrückt. Au. Explodieren Dolle. Au, 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 au. Er war schwach und egoistisch. Ich hatte ihm die Chance gegeben, sich zu beweisen. Er hätte mir nur seine Whitetails geben müssen. Dann hätte er uns allen den Ärger erspart. Interessant hier. Okay, jetzt müssen wir es kaputt machen, wie es aussieht. Ohne selber kaputt zu gehen. Boah. Nicht kämpfen. Lass einfach los. Du hast deinen Zweck erfüllt. Oh, da ist ein Krönchen, Boy. Du schaffst das ja. Dann baller ich weg. Nevermind. Wir sind auch mit einem Schuss weg, scheinbar. Okay. Whitetails sind nichts ohne Eli. Du bist nichts ohne Eli. Interessant auf jeden Fall. Schon cool. Du bist zäher als ich dachte. Aber mich zu töten wird überhaupt nichts ändern. Ja, du darfst doch nichts mehr ran. Ah, passt noch. Gebe noch. Ich gebe mein Leben für Joseph. Und das mit Freuden. Ich verstehe meine Rolle. Ich bin sein Opfer. So einfach. Oh, ihr hört von hinten. Ja, wir spawnen hin und wieder hinter uns. Um Welle zu machen. Was? Du bist Fleisch. Au. Au. Nein! Ah. Lebst du noch? Mhm. Okay. Gehen wir zum nächsten. Gut gemacht. Ach, gut. Oh, du bist da drüben. Sehr schön. Geh ich mal zum anderen. Wir machen doch gerade irgendwas Gutes kaputt, oder? Was? Du hoffst, dass wir was Gutes kaputt machen? Ach so, nee. Nee, das hoffe ich nicht. Findest du es nicht merkwürdig, dass jeder, dem du zu helfen versuchst, am Ende schlechter dran ist? Eli. Du wirst vom Unglück verfallen. Würdest du sie wirklich schützen wollen? Ein Held sein wollen? Brächtest du dich um? Das wäre für alle besser. Wir haben jetzt alle
was auch immer wir da kaputt gemacht haben. Oh, wir sind in der realen Welt. Ja, let's fucking go, Alter. Das ist mal wieder. Was schießt von da oben? Was hier? Ich glaube, das ist Jacob da oben. Aua. Oh ne, mir steht einer. Ups. Da oben ist Jacob? Ich versuche ihn gerade wegzusnipern, aber irgendwie ist. Ja, ich hab's auch versucht. Zu viel los hier. Aua. Ja, der kann gut Raketen schmeißen. Ich habe ihn gerade einmal angeschossen und dann. Wir müssen mal ein bisschen näher ran. Au, 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 Wolf, aua. Hier kommen ein paar. Nein, 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 nicht jetzt nach, Mann. Nein. Ich bin angesnipert. Ich bin tot. Verstehst du das nicht? Aha. Versuch ihm hochzuhelfen. Muss ich das Sniper da oben? Danke! Und Bowies. Und alles. Jetzt mal ganz kurz, ja, aber gerade sagen, an Sicherheit. Aua. Natürlich trifft der ohne. Ja, ich habe ihn ausgeschaltet. Wenn er nicht wiederbelebt wird. Oh ja, die steht wieder, der Ficker. Wäre auch zu schnell gewesen wahrscheinlich. Ich glaube, wir müssen ihn wirklich erreichen. Ich komme. Du Ficker. Nicht weg, ich bin hinter dir. Für dich gibt es hier nichts zu gewinnen. Das Ende ist blutig. Für jeden. Ob du jetzt oder später stirbst, liegt an dir. So. Mein Bruder hat das alles kommen sehen. Ich weiß nicht, ob er mit Gott spricht. Das ist nicht von Belang. Er hatte recht. Die Menschheit steht mal wieder vor einer Krise. Es ist nicht von Belang, was wir bauen oder erreichen. Wir finden immer einen Weg, es einzureißen. Babylon, Rom, Imperien steigen auf, Imperien fallen, Amerika. Wir sind nicht anders. Wir halten uns für unzerstörbar. Zweiter Weltkrieg. Krieg gegen den Terror. Wir haben überlebt. Aber es brachte uns nur näher an den Abgrund. Und genau da sind wir jetzt. Ganz pünktlich. Wie bestellt. Und warten auf jemanden, der uns runterschubst. Und oh Mann, hast du uns geschubst. Du hast genau getan, was er vorhergesagt hat. Und du hast es nicht mal gewusst. Du hattest keine Ahnung.
ganzer Haufen unserer Whitetails versauert in Jacobs Waffenkammer. Setz dich in Bewegung. Wir zielen auf dich. So, Kriegsopfer, Story-Mission. Die aktivieren wir doch gleich mal. Deputy, Shopping ist sicher nicht dein Ding, aber es gibt neue Ausrüstung. Stimmt, neue Ausrüstung. Bevor wir jetzt hier weiter Drama machen, wir haben hier einen Helikopterplatz. Das ist schon mal gut. Bevor wir weiter Drama machen, gucken wir mal kurz auf die Karte. Wir können nicht mehr ins Voice, denn. Hörst du? Die mögen uns aus Gründen nicht mehr so. Ja, stimmt. Aber er ist noch nicht durchgestrichen. Ja, wir müssen noch den Bunker von ihm machen. Wir machen doch von allen den Bunker. Stimmt. Deswegen würde ich sagen, holen wir uns einen Helikopter, machen den Bunker aber in der nächsten Folge, weil wir sind bei 30 Minuten. Klingt nach einem Plan. Also kannst du den Heli schon mal holen? Hol den Heli. Heli ist da. Und dann passt die AK nicht wunderbar. Schön. Steigen wir ein und würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann bis gleich. Tschüss. Tschüss.